Speedbox. Break the limits. Speedbox 1.1 für Bosch mit Smart System, optional mit B-Tuning. Notwendige Werkzeuge. Schritt 1, Entfernen der Abdeckung und des Akkus. Schritt 2, Speedbox-Installation. Schritt 3, Montage des Deckels und des Akkus. Schritt 4, Tuningsteuerung. Nach dem ersten Einschalten des E-Bikes mit dem installierten Speedbox ist es notwendig, das Menü aufzurufen und den Radumfang Ihres E-Bikes zu überprüfen. Sie können das Tuning durch kurzes Betätigen der WUK-Funktion aktivieren. In diesem Fall durch langes Drücken der Minus-Taste. Nach der Aktivierung zeigt das Display Werte von 3,5 oder 2,5 an, je nachdem, ob die Speedbox aktiv ist oder inaktiv. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Tuning nicht während der Fahrt. Sie können das Tuning auch aktivieren, indem Sie zweimal zwischen zwei Unterstützungsmodi wechseln. Sie können die Höchstgeschwindigkeit der elektrischen Unterstützung einstellen, indem Sie die Modi in der im Video gezeigten Reihenfolge schnell wechseln. Die maximale Geschwindigkeit der elektrischen Unterstützung kann durch kurzes Betätigen der WUK-Funktion eingestellt werden. In diesem Fall durch Drücken der Minus- und Plus-Taste. Das zuletzt angezeigte Limit wird nach 5 Sekunden in Aktivität gespeichert. Wir empfehlen jedoch, eine Geschwindigkeit von 35 km pro Stunde nicht zu überschreiten. Die Höchstgeschwindigkeit der elektrischen Unterstützung kann auch durch Durchdrehen des Hinterrads eingestellt werden. Wenn Sie mit aktiviertem Tuning fahren, ist die angezeigte Geschwindigkeit etwas niedriger als die tatsächliche. Wenn Sie Ihr E-Bike anhalten, wird der laufende Countdown-Prozess durch die zunehmende und dann abnehmende Geschwindigkeit angezeigt. Sobald der Countdown-Prozess abgeschlossen ist, zeigt das Display 0,0 km pro Stunde an.
Wenn Sie über die B-Tuning-Version verfügen, können Sie Ihr E-Bike mit einer Speedbox-App koppeln. Nicht-B-Tuning-Versionen verfügen nicht über Bluetooth-Technologie und können nicht mit Ihrem Smartphone gekoppelt werden. Mit dieser mobilen Anwendung können Sie Ihre Leistung überwachen, Diagnosedaten Ihres E-Bikes einsehen, das Tuning steuern und Ihre Fahrten speichern. Der Startbildschirm der Speedbox-App zeigt Ihre Fahrdaten sowie Informationen über die Leistung und den Energieverbrauch Ihres Motors an. Der Diagnoseteil zeigt sogar detaillierte Parameter Ihrer Fahrt, Ihres E-Bikes und Akkus an. In den Einstellungen können Sie die PIN oder das Service-Passwort ändern, den Chip zurücksetzen, die Geschwindigkeitswarnung oder Geschwindigkeitsbegrenzung festlegen.